Willkommen zur Wunscherfüllungswebinar. 30 Minuten, wo es nur über Wunscherfüllung geht. Unser Thema, Wunscherfüllung. Mensch, was soll das sein, Wunscherfüllung? Das ist ja eigentlich das Natürlichste auf der Welt. Jeder Mensch hat Wünsche und die will er erfüllen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir unsere Wünsche ja selbst erfüllen. Nur machen wir es halt normalerweise unbewusst und nicht bewusst. Und der Prozess der bewussten Erfüllung deiner Wünsche ist der Wunscherfüllungsprozess. Es gibt ja die verschiedensten Bücher auf dem Gebiet. Wahrscheinlich, wenn du da zuschaust, wirst du das Buch The Secret kennen. Ein Millionenrenner, wo viele Leute gute Rezepte bringen. Es gibt auch andere fantastische Bücher und meins, meiner Lieblingsbücher ist das, was ich hier mitgenommen habe. Wenn du hier siehst, der Colin Tipping heißt er und sein Buch heißt Vom Herzenswunsch zur Realität. Es ist nur ein ganz kleines Büchlein, hat vielleicht so nicht mal 200 Seiten, so A5 groß, aber da ist der ganze, alles eigentlich drinnen, was du brauchst, um deine Wünsche wirklich wahr werden zu lassen. Und das ist nicht zu viel versprochen. Ich mache normalerweise dieses Webinar mit meiner Frau und deswegen wirst du jetzt auch gleich ein PowerPoint sehen, wo meine Frau. Und das hat auch gute Gründe, warum ich das mit meiner Frau mache. Denn ich bin mehr oder minder so der Theoretiker und meine gute Frau ist meine gute Praktikerin, die kann das alles schon. Die hat es schon gekonnt, bevor sie mich getroffen hat. Die hat sie nämlich mich materialisiert und manifestiert. Und jetzt komme ich und erkläre euch, wie das funktioniert und wie ihr das machen könnt. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Ganze dauert echt nicht lange, nur 30 Minuten und wir wollen da eben die wesentlichen Dinge besprechen, die mit Wunscherfüllung zu tun haben. Schalt mal die Musik ein bisschen. Okay. Gut. Ja, das sind wir, meine Frau und ich, meine Frau Nascha Ambrosch und mein Name Karl Wiesner. Nascha ist etwas jünger als ich, also bedeutend jünger als ich. Ich bin schon so um die 60 und ich beschäftige mich schon ewig und 3 Tage mit dem ganzen Thema. Sicherlich die letzten 30 Jahre erforsche ich, wie das funktioniert mit dem Wunscherfüllen. Wie kann ich Erfolg haben im Leben? Wie kann ich mein Leben so steuern, dass das dabei rauskommt, was ich mir wünsche und nicht das, was sich andere Leute wünschen? Das ist vielleicht der erste Punkt, dass man sich mal fragt, was genau will ich denn? Ja, und dann der zweite Punkt, dass man kein Opfer ist, kein Opfer der Umstände, dass man nicht so ist,
weil die Eltern einen so erzogen haben oder weil die Kirche das so wollte oder nein, das ist letztendlich unsere eigene Entscheidung. Wir können mit unserem Leben und aus unserem Leben machen, was wir daraus machen wollen und was wir damit machen wollen. Aber das ist natürlich eine gewisse Reise auf diese, und das musst du auch irgendwie zur Kenntnis nehmen, dass es einfach so ist. Und dann hast du natürlich niemand mehr, auf den du irgendetwas schieben kannst. Du hast ja selbst die Verantwortung für dein Leben übernommen, und wenn es nicht so läuft, wie es du denkst, dann läuft es nicht so, weil du das nicht so machst, wie es machen solltest, dass es so laufen kann. Ne? Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Okay. Ja. Was brauchst du für das Webinar? Ein bisschen Zeit, ein paar Minuten, vielleicht was zum Schreiben, ein bisschen Platz, gute Laune. Wäre sicherlich auch nicht verkehrt. So. Also, nimm dir gute Zeit und dann geht's los. Was hast du davon, wenn du dich mit der Wunscherfüllung beschäftigst? Du hast halt dann dein Leben selbst in der Hand. Du kannst aus deinem Leben machen, was du daraus machen willst. Und ich glaube, besser geht's nicht. Das ist ja das, was wir alle wollen. Was mache ich die nächste Zeit? Ich erzähle ein bisschen was Theoretisches, aber ich mache auch eine praktische Übung oder mehrere sogar. Und ich gebe dir auch eine praktische Übung mit nach Hause, mit dem du an deiner eigenen Wunscherfüllung arbeiten kannst. Was bringt dir Wunscherfüllung? Letztendlich die Fähigkeit, dein Leben so zu gestalten, wie du das möchtest. Und dazu brauchst du Strategien, um mit deinen Gedanken umzugehen. Erstmal zu verstehen, du bist nicht deine Gedanken, also das Gedanken, die in deinen Kopf rumgehen, das ist nicht irgendwas, was von außen irgendwelche Aliens in deinen Kopf eingesetzt haben, sondern das ist ein Prozess in deinem Kopf oder in deinem Körper, auf das du Einfluss nehmen kannst. Und du kannst nutzlose und destruktive und abschätzige Gedanken, die in deinem Kopf sind, abstellen. Sind deine Gedanken. Und du kannst konstruktive und nützliche Gedanken in deinen Kopf einpflanzen, weil das ist dein Kopf und du kannst deinen Denkprozess unter Kontrolle bringen oder zumindest so weit beeinflussen, dass das in die Richtung geht, in die du möchtest. Und diese Richtung ist, wie ich vorschlage, Lebensfreude. Das Leben so nehmen, wie es ist, und sich daran freuen und den Fokus auf die positiven Dinge im Leben lenken. Es gibt so viel, es gibt so unglaublich viel, was wir erleben den ganzen Tag. Und es liegt an uns, worauf wir uns fokussieren. Wenn wir uns darauf fokussieren, dass wir eben Misserfolge erleben, dann werden diese Erlebnisse eben viel stärker in unserem Bewusstsein treten, als wenn wir uns darauf fokussieren, dass das Leben schön ist und dass wir dafür dankbar sein können, dass wir überhaupt leben können und was uns alles für schöne Sachen umgeben und welche schöne Menschen und welche schöne Dinge wir jetzt schon haben, und dann auf diese Art und Weise in einer Energie zu kommen, dass wir uns des Lebens freuen. Und das ist auch letztendlich der Grundgedanke von Wunscherfüllung, wie ich das verstehe. Es geht nicht darum, irgendwelche Ziele zu erreichen, darauf hinzuarbeiten und hinzurackern und machen und tun und 16 Stunden am Tag zu arbeiten und zu rackern und zu tun. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Mein Ansatz ist, möglichst wenig zu arbeiten und in die Freude zu gehen und freudige Dinge zu machen und sich nicht kaputt zu arbeiten, damit man dann möglicherweise ein Ziel erreicht, sich kurz freut und zack, gleich zum nächsten Ziel weitergeht. Leute, ja, sie konzentrieren auf irgendwas, ja, arbeiten dann wie die Idioten, haben keine Zeit mehr für irgendwas, keine Zeit mehr für die Freunde, für den Mann, für die Kinder oder auch nur mal in Urlaub zu gehen. Nein, 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 man muss ja das Ziel erreichen. Ja.
Und das dauert und dauert und dauert, bis man dieses Ziel endlich erreicht hat. Und dann hat man keine Freude, wenn man das Ziel erreicht hat, weil dann ist man total kaputt. Und so soll es nicht gehen. Die Ziele, die wir erreichen, die Wünsche, die wir uns erfüllen, die, da wollen wir in Freude drauf hingehen. Nicht nur in Vorfreude, sondern das schon erleben, wie es sein wird. Und jetzt habe ich lange genug gequasselt. Wir machen jetzt gleich die erste Übung. Nämlich, normalerweise denkt ja kein Mensch daran, dass eben Körper und Geist irgendwie zusammenhängen. Ja, man denkt, das ist eine ganz getrennte Sache. Man denkt irgendwas und gleichzeitig bewegt sich der Körper irgendwo. Aber das stimmt ja gar nicht. Der Körper und der Geist, der hängen sehr eng zusammen. Und du musst es nur beobachten, dann merkst du es sofort. Und deswegen machen wir jetzt die kleine Übung. Nämlich, denk an eine Zitrone. Stell dir vor, wie das aussieht. Mach die Augen zu oder lass sie offen, aber versuche das Bild vor deinem geistigen Auge erscheinen zu lassen von einer Zitrone. Ein gelbes etwas, so ein bisschen oval und dann die Außenseite, die ist ja ziemlich glatt, also mit so einem Wachs. Ja, stell dir vor, du greifst die an, diese Zitrone, wie fühlt sich die an? Ne? Und dann riech mal in deiner Vorstellungskraft an der Zitrone. Und dann stell dir vor, dass du da rein beißt in diese Zitrone. Okay. Und jetzt spür mal, was in deinem Mund abgeht. Merkst du es? Genau, das ist der Pavlovsche-Hund-Effekt, ja, dass der Speichel zum Fließen anfängt, wenn man nur dran denkt an eine Zitrone. Und genauso kannst du auch an was Schönes denken. Ich meine, Zitrone ist auch was Schönes, ganz tolle, besondere Frucht. Aber du kannst auch dran denken, etwas Schönes in deinem Leben, was Gutes in deinem Leben. Den letzten Urlaub oder schöne Freunde oder das Haus, in dem du dich wohlfühlst, oder deine Kinder, oder was auch immer du an Vorstellungen hast. Und probier das für dich einfach mal aus. 1, 2, 3, 4, 5 Minuten am Tag. Und du wirst merken, dass sich dein Körper entspannt, dass es dir gut geht, dass deine Emotionen in Richtung Freude gehen. Und das ist alles nur eine Sache der Vorstellungskraft. Und so ähnlich funktioniert es auch mit der Wunscherfüllung. Es hängt alles von der Energie ab, in der wir uns befinden. Wenn wir uns in der Energie von Angst und Schrecken und schlechten Dingen befinden, dann ziehen wir eben schlechte Sachen an. Ja, sicher schon gehört vom Gesetz der Anziehung. Ja, das ist so ähnlich wie im Radio und im Fernsehen. Die wenigsten Leute wissen das. Wir sind ja von einem Kontinuum von Wellen umgeben, da ist alles Mögliche unterwegs, da ist das WLAN in deinem Haus unterwegs und da ist die Hunderte, Tausende von Fernsehern, die alle gleichzeitig was senden. Und wie funktioniert überhaupt irgendetwas aus diesem wahnsinnigen Schwingungsgewusel da? Das macht jeder Fernseher, das möchte jeder Radio nach dem Resonanzprinzip. Und das ist im Grunde nichts anderes wie ein ganz einfaches, zwei Bauteile, eine Schwingung, ein Schwingkreis, wie man sagt, eine Frequenz abgestimmt wird. Und auf dieser eine Frequenz sendet eben ein Sender und dann kannst du diesen einen Sender mit deinem Radio, mit deinem Fernseher empfangen. Und genauso ist andersrum, wenn du eben was aussendest, dann sendest du was aus, und zwar auf einer ganz bestimmten, einer eigenen Frequenz. Ja, du schwingst genauso wie die Fernsehsender, natürlich nicht mit der gleichen Leistung. Aber jeder von uns hat seine eigene Frequenz. Wir sind schön. Früher haben die Leute darüber gelacht, aber heute ist das alles durch die Metaphysik, durch die Quantenphysik ja längst bewiesene Sachen, dass wir mit unseren Schwingungen die Materie beeinflussen. Und die Art, wie wir schwingen, das sind unsere Gedanken. Ja, wenn ich die ganze Zeit schlechte Gedanken habe, wenn ich die ganze Zeit denke, schlecht über mich denke, schlecht über die anderen denke und denke, dass das Universum ein Platz ist, wo die Leute sich nur bekriegen,
Dann werde ich auch sowas aussenden und werde eben auch solche Erlebnisse in meinem Leben anziehen und auch nur solche Erlebnisse wahrnehmen, mich darauf fokussieren. Ich werde mal eben dann nur Leute wahrnehmen, die eben auch so drauf sind. Wie ich, sagt man ja. Ne? Und die Leute rotten sich dann ja auch zusammen und machen dann so einen Scheiß, wie da jetzt gerade die ISIS. Ne? Da haben sich die ganzen Leute zusammengetroffen, die auf der untersten Ebene schwingen. Aber Schwamm drüber, wir gehen jetzt wieder ins Positive. Du eigentlich, ja? Was wünschst du dir? Ja, was willst du? Willst du Erfolg im Beruf, mehr Geld, Glück, schlank, mehr Freude am Leben? Was immer. Das ist der erste Schritt, sich zu überlegen, was will ich eigentlich? Ja? Und da dran zu bleiben und zu sagen, ja, das will ich. Ja? Das ist der erste Schritt. Und damit komme ich jetzt zu dem Buch Colin Tipping. Wirklich total zu empfehlen. Der sagt, in 6 Schritten. Der erste Schritt ist, sich des Bedürfnisses werden. Das heißt, erstmal zu sehen, ja, was will ich denn überhaupt? Ja, was sind denn meine Bedürfnisse? Und das können jetzt materialistische Bedürfnisse, ein neues Haus oder ein neues Auto oder mehr Geld oder was auch immer deine materialistischen oder ja, was es immer ist, ja, spielt jetzt keine Rolle. Oder es können auch höherwertige Bedürfnisse sein, psychologische Bedürfnisse oder du willst dich weiterentwickeln als Mensch, du willst Fähigkeiten entwickeln, du willst irgendwas lernen, du möchtest dich selbst sicher fühlen, du möchtest zu vielen Leuten reden oder was immer deine Bedürfnisse sind auch ganz genauso Wünsche. Sich das einfach einzugestehen. Ja, ich wünsche mir was. Ich bin ein Mensch, ich bin kein Mönch und selbst Mönche wünschen sich was. Es ist okay, sich was zu wünschen. Was heißt was? Das ist okay. Das ist super, sich was zu wünschen. Ja, das treibt uns voran in unserem Leben. Das ist Wachstum. Ja, wenn wir uns was wünschen, dann müssen wir uns verändern. Dann müssen wir es dazu lernen, dann müssen wir uns entwickeln. Das ist einfach toll. Und sich in diesem Wunschbewusstsein, sich das einfach einzugestehen, das ist einfach mal Schritt 1, einfach zu sehen, das und das und das wünsche ich mir. Und dann kommt der Schritt 2. Schritt 2 ist, das jetzt zu konkretisieren. Also das wirklich jetzt mal für dich auch auszudenken, was genau sollte denn das sein, ja, spezifisch zu werden. Ja, wie sieht es aus, dein Wunsch? Wie hört sich das an, dein Wunsch? Ja, auch sinnlich konkret, ja, sinnlich konkret mit deinen 5 Sinnen eben. Ja, was kannst du sehen, hören, fühlen, schmecken und riechen? Und bis wann hättest du das denn gerne? Ja, also es gibt da ja jede Menge Zielbestimmungsverfahren, das einfache ist das SMART-Verfahren. SMART sollte dein Ziel sein. Aber egal, wie du das treibst, wenn du kein besonderer Freund von Zielverfahren bist, macht nichts. Welche Vorstellung du haben willst. Und zwar von dem, was du haben willst. Nicht von dem, was du nicht haben willst. Warum nicht? Weil wenn du genau vorstellst, was du nicht haben willst, dann ziehst du halt diese Sachen an. Also da musst du abwenden. Also das ist sehr schwierig. Besser ist, oder der einzige Weg, wie es geht, ist, dass man sich vorstellt, was man will. Ergebnis. Also was will ich dann am Ende haben? Ja? Will ich jetzt dann Rolls-Royce fahren? Ist das mein Traum? Sich den Traum auch mal einfach einzugestehen. Oder will ich eine große Burg besitzen? Oder will ich einen Hubschrauber fliegen, wenn ich bei den materialistischen Sachen bin? Oder will ich ein ganz großer Firmenchef sein? Oder will ich dies? Oder will ich das? Oder will ich jenes? Oder will ich Marathonläufer sein? Oder was immer das ist. Und dann ins Gefühl zu gehen. Das ist jetzt der wichtigste Schritt. Sich das anfühlen. Wie fühlt sich das an, wenn ich das habe? In die Gegenwart zu gehen und das in dem Moment zu sein, deinem Zielzustand bist. Und der Wunsch hat sich erfüllt.
Und deswegen soll man Wünsche ja auch in der Gegend definieren, um in dieses Gefühl reinzukommen. In dieses Gefühl, wenn sich der Wunsch erfüllt hat. Und bis daher ist alles noch ganz einfach und ganz leicht. Aber jetzt wird es dann spirituell, ja? Weil jetzt kommt man dann auf die Seelenebene und da heißt es loslassen. Ja? Die schöne Vorstellung, die man jetzt hat, das schöne Bild von seinem Ziel, dann mit einer rituellen Formel einfach zu sagen, okay, liebe Seele oder liebes Universum oder lieber Gott oder wie immer das für dich, du deine Spiritualität lebst oder liebes höheres Selbst, ja. Das ist es, was ich will, zum Wohl aller Beteiligten. Und jetzt bitte, es ist deine Aufgabe, mir das zu geben, was ich brauche. Ja? Und dann das einfach lassen. Für den Tag und dann hast du dein normales Leben wieder und dann machst du wieder, was du eben zu machen hast den ganzen Tag. Und am nächsten Tag kannst du dich wieder hinsetzen und kannst du das wieder beobachten, was du willst und wieder in deine Vorstellungskraft wieder anziehen und wieder magnetisieren und wieder in die Vorstellung gehen, dass du dein Ziel schon erreicht hast. Und dadurch kommst du mehr und mehr in diese Schwingung, du sendest diese Schwingung aus und werden sich Schritte ergeben. Nur ist halt so, du kannst nicht genau sagen, was. Das Wichtige an dem Prozess ist, du weißt, was du willst und du raus drauf, dass es kommt. Ja, dieses zu haben, dass da ist, dass genau das da ist, was du brauchst. Gut. Damit kann man wieder zurück zu den Zusammenhängen mit den Resultaten, den Gedanken, den Emotionen. Also wenn du in dein Leben schaust und siehst da, dass die Sachen nicht so sind, wie du die gerne haben möchtest, ne? Dass du eben nicht mit deiner Traumfrau, deinem Traummann zusammen bist, dass du nicht erleuchtet bist, immer noch Angst hast vor dem oder jenem, dann hängt es letztendlich in deinen Gedanken. Und deine Gedanken kannst du beeinflussen. Das ist wieder eine ganz einfache Angelegenheit. Das hat jetzt nichts mit spirituellem, metaphysisch zu tun. Das ist ganz einfach meditieren, meditieren, meditieren. Sich selbst beobachten und die Gedanken nicht einfach so laufen lassen, sondern wie ein Gärtner in seinem Garten eben sein Hirn, seinen Gedankengarten auch pflegen. Die negativen Sachen stoppen und die positiven Sachen einpflanzen und pflegen und pflegen und pflegen. Und dann bekommst du eben einen Denkapparat, der dir dient und nicht einer, der dir dauernd von hinten herum irgendwelche Sachen einflüstert. Das ist die Basis. Die Basis ist immer wieder die Arbeit an den Gedanken. In den Bereichen deines Lebens, wo die Ergebnisse, die Resultate nicht so sind, dass es dir Freude macht. Weil es eben einen Zusammenhang gibt zwischen deinem Denken und dem, was dir passiert. Weil eben alles Energie ist und weil eben alles miteinander verbunden ist. Du bist mit allen Menschen verbunden, alle Menschen sind miteinander verbunden und wir alle sind wieder mit verbunden mit der ganzen Welt, die uns umgibt. Sicherlich kennt ihr auch die Chaos-Theorie. Ein Schmetterling kann einen Sturm auslösen. Alles ist Energie und alles ist miteinander verbunden. Und das ist ja auch eine gute Nachricht. Du bist kein Opfer, du hast eine Ausstrahlung, du gehst in Resonanz mit den Dingen, die auf dich zukommen und du sendest Schwingungen aus und du kannst diese Schwingungen spüren. Jeder Mensch spürt es, das ist nur eine reine Gefühlsangelegenheit und du kannst diese Schwingungen verändern, du kannst deine Schwingung erhöhen.
Dazu jetzt wieder eine kleine Übung. Schau mal, für 30 Sekunden mach mal die Augen zu und schau mal, was da los ist in deinem Kopf. Was denkst du? Was fühlst du? Welche Bilder gehen da durch den Kopf? Genau, entspann dich. Und das ist gleichzeitig die einfachste Übung. Jeden Tag Viertelstunde meditieren. Ja, es muss nicht stundenlang sein. Wir wissen nicht, wie die Mönche im Kloster leben. Aber wenn du täglich meditierst, wenn du Gedanken beobachtest und du täglich siehst, was in deinem Kopf los ist, dann übernimmst du die Kontrolle über deine Gedanken. Dann denkst du positive Gedanken. Dann denkst du in der Richtung, die du denken möchtest. Dann geht es dir gut. Eine der Sachen, eine der Glaubenssätze, mit denen du Wunscherfüllung in dein Leben bringen kannst, ist, dass du einfach weißt, dass du die Möglichkeit hast, in dein Leben zu gestalten. Gut. Und jetzt gebe ich dir noch eine kleine Übung ab. Die Wunschurkunde. Hier steht der Wunschzettel. Dazu brauchst du nur einen Zettel Papier. Die Übung ist aus einem Buch von Esther und Jerry Hicks, Kapitel 3, wenn es dich interessiert. Das Buch heißt. Und das funktioniert so. Erst überlegst du dir das Was und das Warum. Also so ähnlich wie schon besprochen. Erstens schreibst du auf, ich beabsichtige. Und dann kommt ein Wunsch. Ja. Ich beabsichtige, bis zum Ende des Jahres 100.000 Euro zu verdienen. Oder ich beabsichtige, bis übernächstes Jahr meine Traumpartnerin zu finden. Möglichst genau, möglichst detailliert, möglichst so, dass man sich was vorstellen kann darunter. Dass du dir auch was vorstellen kannst darunter. Also dieser Wunschurkunde ist ja für dich. Dann zweitens stellst du dir die Frage, aus welchen Gründen beabsichtige es. Und dann sollten da Gefühle stehen. Ja? Wie wirst du dich fühlen? Natürlich wirst du dich freuen. Wie fühlst du dich an? Wo fühlst du das in deinem Kopf oder in deinem Bauch? Und ist es warm? Ist es kalt? Ist es ein Gefühl von Weite und Freiheit? Oder ist es ein Gefühl von Enge und Geborgenheit? Was immer das für dich ist, schreib das da drauf. Und das ist immer das Wichtigste, das Warum. Ja, weil warum will ich einen Porsche? Ja, vielleicht aus Freude oder weil ich mir selbst Anerkennung gebe oder weil ich mir damit beweise, dass die Fülle des Universums unermesslich ist. Also alles aufschreiben, was dir dazu einfällt. Und dann drehst du deine Wunschurkunde um und schreibst auf die Rückseite deiner Wunschurkunde, aus folgenden Gründen weiß ich, dass ich das und das bekommen werde. Und damit beschäftigst du dich eine Weile und dann faltest du deine Wunschzettel und nimmst den mit dir. Und immer wenn dir wieder was einfällt zu diesen drei Fragen, dann nimmst du es wieder raus und schreibst es da wieder drauf. Garantiert, das wird so konkret und du wirst dich wundern, was da, wenn du an deiner Wunschurkunde arbeitest, mit dir passiert. So, es gibt auch einen kleinen Workshop, wenn es dich interessiert, nur ganz intim, nur für 10 Leute, bei uns hier in Bayern. Der nächste ist am 15. November. Als Bonus gibt es 3 Webinare als Nachbearbeitung zum Thema Wunscherfüllung, die kosten normalerweise 150 Euro. Ein paar kosten sie nicht, gehen noch gratis dazu. Kosten sind 240 Euro, wenn du als Paar kommst, dann nur 350 Euro. Und für Frühbucher, hier steht bis zum 30.09. und bis zum 15.10. gibt es den Sonderpreis von 190 Euro. Ja, wenn du noch mehr wissen willst, komm vorbei auf unserem Blog, Wunscherfüllungswerk.
www.wunscherfüllungsseminare.de. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und mögest du sicher und geborgen sein, mögest du glücklich sein, mögest du leicht durchs Leben gehen und mögest du total gesund sein. Ich wünsche euch alles Gute, euer Karl und eure Mascha.